Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video stelle ich euch das Spiel Logic Games Freddy und Co. aus dem Hause Haber vor. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung eines weiteren Logik-Spiels. Ja, zuletzt habe ich euch Logic Games auch vorgestellt auf 4 Jahre. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, findet ihr sehr viele Logik-Spiele aus dem Hause Haber auf dem Kanal, weil diese Logik-Spiele sind durchaus gefragt. Naja, Solo-Spiele ab 5 Jahre für Jüngere, dann spielt man ja gar nicht mehr so gesellig. Nein, ist es nicht. Natürlich können die Kinder alleine spielen, aber sie benötigen auch durchaus Unterstützung. Man gesellt sich gerne dazu, hilft dem Kind. Und es sind ja auch durchaus Spiele, wo das Kind in einer gewissen Art auch fördern. Und schaut jetzt mal, ich erkläre euch im Video die Abläufe, sage auch was zum Spiel, gibt es ein kleines Fazit. Aber je nach Alter ist es durchaus ein Spiel, wo ja schon Vierjährige sich an dieses Spiel rantrauen können. Das könnt ihr, denke ich, ja gut entscheiden. Genau, 5 Jahre eine Person, Haber der Verlag, und damit steigen wir auch gleich ein. Und hier seht ihr die Anleitung mit allen wichtigen Informationen, und aufgrund des Deckblatts erkennt ihr schon eins. Ja, das sieht ja aus wie Ubongo. Naja, es geht in eine Richtung Ubongo, wenn ihr jetzt da euch ein Spiel ein bisschen auskennt, aber hier sind dann doch ein paar andere Feinheiten dabei, weil hier seht ihr das Tableau, hier seht ihr die Spielsteine, die nebendran liegen, und hier seht ihr die Würmer, die natürlich eine freie Sicht haben. Das heißt, die schauen natürlich auch, und das müsst ihr beachten. Das heißt, wenn ihr die erste Aufgabe aufklappt, dann seht ihr hier schon mal die Aufgabe und ihr seht, welche Spielsteine ihr benötigt. Das heißt, ihr platziert sie natürlich nicht so rum, beziehungsweise nicht so, dass es überlappt in der Richtung, sondern ihr platziert sie natürlich so, dass sie eine freie Sicht haben. Daran müsst ihr denken. Ist ja recht einfach. Ist auf der Rückseite eigentlich die Lösung? Das ist ja oftmals bei diesen Spielen so. Ah, hätte ich mir gewünscht an dieser Stelle, aber keine Sorge, je nach Verlag, jeder macht es ein bisschen anders. Haber hat auch Spiele, wo es auf der Rückseite hinterlegt ist. Hier sind sie separat hinterlegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Erwachsene oder die ältere Person, die daneben steht, ein bisschen spicken kann, wenn das Kind nicht weiter weiß. Ich lasse mal das als Begründung dann einfach mal stehen. Aber oftmals ist es so hinterlegt, weil dann bräuchte man eigentlich nur diesen Block, diesen Spiralblock und die Bausteine. So, ich glaube, ich kann ein bisschen weitergehen. Ihr seht ja, was ihr benötigt. Das wird immer im oberen Bereich dann angegeben. Die Leveln steigern sich natürlich. Manchmal sieht es einfach aus, aber wir sind hier noch in der ersten Ebene. Natürlich wird es im Spielverlauf dann auch so sein, dass man höhere Ebenen dann geht. Das wird auch hier sehr gut angezeigt. Ihr benötigt manchmal mehrere Steine, ihr müsst dann puzzeln und ihr müsst natürlich schauen, wo ihr die hin platziert, dass die auch freie Sicht haben. Dass die natürlich auch nach oben, also die Sichtweise dann haben. Und ihr merkt es dann auch schon im Beispiel, schönes Beispiel hier, was für Elemente ihr benötigt. Ihr habt die Draufsicht von oben, das muss man sehen und das muss über 2 Ebenen dann einfach möglich sein. Wir sind noch im grünen Bereich. Also es wird schon ein bisschen anspruchsvoll, die Fläche hält sich aber wirklich, und ich muss sagen, abhängig vom Kind habe ich es erlebt, kann man auch ein paar Kapitel durchaus überspringen, wenn man merkt, oh, das Kind ist ja richtig fit, dann geht man einfach mal 10 Kapitel weiter, müsst ihr einschätzen. Je nach Kind, es ist immer unterschiedlich, aber es wird in den weiteren Partien natürlich anspruchsvoller, und das immer in dem Bereich, wo ich als Erwachsener dann auch gerne Zuschauer mitspielen. Hier zum Beispiel. Man sieht die Draufsicht. Man hat 2 Ebenen. Wie legt er das aus? Ihr müsst natürlich überlegen, legt er erst den, da muss ich schon schauen, wie ich das platziere. Lege ich erst den oberen Bereich? Die müssen ja zu sehen sein. Okay, zweite. Dann könnte ich jetzt, je nachdem, das noch legen, das noch hin platzieren, so, und hier hin platzieren, dass es auch so weit passt. Ihr habt ja die Draufsicht. Die Gesichter müssen zu sehen sein. Das ist zur Aufgabe 33. Also, um das jetzt auch euch mal wieder zu demonstrieren, zu zeigen, dass der dem einen oder anderen ja auch ganz wichtig. Und natürlich geht es weiter. Es darf nicht einfacher werden. Die Aufgaben werden immer schwieriger. Ihr merkt, wir sind jetzt schon bei Aufgabe 47 angelangt. Also sehr viel Möglichkeiten, um in diesem Bereich dann voranzukommen. Also durchaus ein Spiel mit 60 Aufgaben für die ganze Familie, wo auch ja, die Kinder gerne puzzeln, legen, platzieren. Solche Bausteine, Bauklötzchenspiele sind ja durchaus beliebt. Und das in einer Art und Weise als Logikspiel zu verknüpfen. Und ich bin schon im Fazit und ich versuche meine Euphorie jetzt wieder zu drosseln. Aber es ist einfach ein tolles Spiel. Ich mag die Reihe von Logic Games. Ich mag sowieso gerne Logikspiele. Hunderte davon habe ich euch schon in den vergangenen Jahren vorgestellt.
Und ich wiederhole mich, Haber schlägt auch jetzt diesen Weg ein, viele Logikspieler rauszubekriegen, weil viele gibt es eigentlich erst ab 8, 9, 10 Jahre. Hunderte davon. Aber wenige für den Kinderbereich. Für einzelne gibt es aber wenige. Und jetzt hat quasi sich Haber da in diesem Markt dann quasi, ja, ist dann dem Markt reingekommen, wo es dann durchaus jetzt dank Haber auch eine schöne Auswahl an Spielen gibt. Und dieses Spiel ist ab 5 Jahre. Ich habe euch das andere schon vorgestellt, je nachdem, wenn ihr das Video schaut, das andere ab 6 Jahre. Schaut mal, abhängig vom Alter ist das vielleicht das Kind sehr weit, braucht vielleicht die Zeit. Spielen, sage ich immer, fängt ja so mit 2, 2,5 Jahren dann an, abhängig vom Kind natürlich. Klar, bei uns im Haushalt ist es klar, wir spielen ja sowieso sehr viel, aber da müsst ihr einfach mal schauen. Wenn ihr euch das holen wollt, dann ja, nutzt gerne die unten genannten Links. So viel zum Thema Werbung hier an dieser Stelle. Nutzt die unten genannten Links für Spiele, Produkte, da unterstützt ihr uns, zahlt nicht mehr. Oder ihr schaut einfach beim Händler oder anderen Quellen. Wie immer bleibt es natürlich eure Entscheidung. Das zu Logigames, Freddy und Co. Ja, das war nicht das Letzte, also da kommt noch einiges. Und je nachdem, wann das Video schaut, schaut mal parallel in die anderen Spiele von Logik, Haber, die haben wirklich einiges im Angebot. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.